Ist einmal weg. Hocke ich in diesem Fischteich. Ich würde alles drum geben, oh, zu reisen wie du. So, wir machen jetzt noch einmal hier die Quest hier zu Ende. Nein, das würdest du nicht wollen. Und dann geht es in den Endspurt mit den Gruppen Games. Ja, Endspurt. Entschuldigung. Hasenohren. Ah nee, die Hasenohren kommt zum Endspurt. Wobei, ich weiß nicht, ob ich sie 6 Stunden lang aufbehalte. Aber die Hasenohren kommt zum Endspurt. hallo Kaya, schön, dass du da bist. Und viel Spaß beim Springen. So. Gut. Warte. Einmal kurz. Neues Trinken, neues Trinken, neues Trinken, neues Trinken. Oh. Ich bin völlig fertig. Ich habe eben noch einen kleinen Spaziergang mit Freund und Hund gemacht. Kurz zum Gassi gehen mit rausgegangen. Die kleine Runde. Um mal was anderes zu tun, als mein Knie die ganze Zeit gegen den Schreibtisch zu hämmern. Sie ist eigentlich noch. Ja. Ja. Aber ich fühle mich nicht mehr ganz so. Also sagen wir es mal so. Mir geht's noch oder wieder sehr gut. Aber ich bin kaputt. Ich bin fertig und müde und ich freue mich auf mein Bett. Aber es dauert noch bis kurz vor oder bis 22 Uhr. Bis 22 Uhr muss ich noch durchhalten. Aber das schaffen wir. Das schaffen wir. Da glaube ich ganz fest dran. So, jetzt machen wir erstmal hier Ziels Geschichte noch weiter. Nicht so. Halt den Ellbogen hoch. Sonst geht der Pfeil daneben. Ich weiß, aber mir tut der Arm weh. Gut. Das bedeutet, dass deine Muskeln funktionieren. Und pass auf, dass ich die. Das ist ja schon so viel geschafft. Ja, auf jeden Fall. Ah, ich weiß. 18 Stunden! 18 Stunden habe ich geschafft schon. Ich hätte, ganz ehrlich, ich habe zwischendurch echt gezweifelt, ob ich es schaffe. Also, mein Hänger hatte ich heute zwischen 8 und 10 Uhr. Da hatte ich meinen Hänger. Da war ich auch kurz davor zu überlegen, ob ich nicht einfach aufhöre. Tatsächlich. Aber ich habe es durchgezogen. Wacker. Tatsächlich der Grund, warum ich, glaube ich, so down war, weil ich gefroren habe. Beziehungsweise mir war irgendwo kalt. Mir war aber auch dann nicht kalt und ich habe mir dann halt mein Pulli angezogen, habe dann hier komplett gelüftet die ganze Zeit. Also Fenster ist immer noch auf, Ventilator ist aber mittlerweile aus. Und ja, dann hat Frosch mir ja noch ein paar Wraps gemacht und ja, danach war ich fit. Das muss man jetzt mal schaffen, ja. Du, das schaffen einige, aber ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Keine übernehmen, wenn du einfach schlafen gehst. Nee, wahrscheinlich nicht, aber sagen wir es so. Ich bin ein Mensch, der sich selbst gern mal was beweist. Und das ist so für mich so. Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Ja. Und ich schaffe das auch. War auch mit Hilfe von euch, von meinem Freund, aber ich schaffe es. Das hin. Das ist deine Kleider im Umkleideraum. Ist das hier der Umkleideraum? Ich weiß nicht ganz, wo ich hin muss. Also wenn das der Umkleideraum ist, ja, was soll ich hier tun? Soll ich die Bücher benutzen? Ah, okay. Ich soll... Ja, das sah aus wie Bücher. Siri hat ein Tattoo? Interessant. Gehen wir. Ich krieg schon eine Gänsehaut. Endlich. Ich hatte schon Sorge, sie. Ach, Mama, du machst dir immer Sorgen. Bitte, das will doch keiner sehen. Hm? Ja, alles in Ordnung. Gut. Die will doch keiner sehen, ey.
Was hast du da an der Hüfte, Kind? Ein Bluterguss? Das? Nein, das ist eine Tätowierung. Tatsächlich. Eine rote Rose. Geht ja. Aber die Mutter, die will ja keiner sehen, ey. Das ist ein Andenken an jemand Besonderen. Der ist jetzt tot. Ich kann es mir vorstellen. Du hattest einen gut aussehenden Verlobten, er gab dir eine rote Rose, segelte hinaus und die grausame See verschlang ihn. Fast. Ach, Kind, diese Barden haben dir den Kopf mit ihren albernen Liebesliedern gefüllt. Wir schwatzen und der ganze Dampf Kaya, ist weg. Sei beruhigt, ich kann es auch nicht. Ich kann es doch nicht mal verstehen. Ich habe keine Ahnung, was Fotos da gerade brabbelt. Sag mal, bei dir zu Hause, gibt's da auch Saunas? Weißt du, ich habe eigentlich gar kein Zuhause. Bin immer unterwegs. Ah, ach so. Wohin fuhr dein Schiff denn? Schiff? Wir haben dich aus dem Meer gezogen. Ich dachte, du wärst schiffbrüchig. Nein, ja. Ja, mein Schiff. Wir kamen aus Novigrad. Und was machst du auf den Skelligen? Sagen wir, ich suche hier jemanden. Hoffentlich nicht deinen Verlobten. Wieso? Das würde Skjall das Herz brechen. Er ist total verschossen in dich. Hat den ganzen Tag an deinem Bett gesessen und dich angestarrt, als wärst du ein Kunstwerk. Astrid, das solltest du ihr doch nicht sagen. Oh, na, jetzt ist es zu spät. Gefällt's Kjall dir? Tja, er scheint nett zu sein. Oh nein. Ist er so schlimm? Hör auf, Astrid. Wen sie mag, ist ihre Sache, nicht deine. Kann man die Alte da bitte mal wegnehmen? Hört mal, es ist hier sehr schön mit euch. Aber ich muss jetzt dringend los. Verstehe. Das ist ungefähr so, als wenn ich meine eigene Mutter wollen. Hier ohne ist Wäsche sehen würde. Verwandt. Und es stinkt nach Fisch. Ist genauso ich schlimm. Ich glaube kaum, dass du mit irgendwem hier verwandt bist. Niemand in Lofoten nörgelt so rum wie du. Setz dich und sei still. Kind, Skjall hat die Pferde bestimmt schon gesattelt. Aber ehe du gehst, musst du noch schnell ins Wasser springen. Das tut dir gut. Tut mir leid, aber ich muss wirklich weg. Vielen Dank nochmals. Schon wieder nicht zu danken. Viel Glück auf deiner Reise. Spring ins Wasser, um dich abzukühlen und zu reagieren. Okay. Ach ja. Hui. Oh, kalt. So, geh mal raus da. Ciri oder Cirilla. Heißt sie. Was? Scheiße, nicht schon wieder ins Wasser rein, ey. Siri? Hallo. Hallo. Genau, danke. Kann man sich da hinschreiben? Weiß ich nicht. Möglich. Möglich. Oh Gott, nicht schon wieder da runterbacken. So, wie komme ich hier wieder raus? Wie hier weg? Wieso sind da keine Männer? Das ist ein Frauenbad. Schätze ich mal.
Wieso? Es muss doch auch nicht immer überall Männer geben. Brauchen die mal Bademeister? Nein, brauchen sie nicht. Frauen sind gerne mal unter sich. Nicht im zweideutigen Sinne. Nur um das mal kurz klarzustellen. Huch. Ich muss runter. Es zieht ein Sturm auf. Ich muss deiner Mutter sagen, Wie demütig, oh Mann. Oh, hier bist du. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal, ich hoffe, meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt, oder? Nein, nein. Nein. Außer, dass du in mich verknallt bist. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Aber... Ach, weißt du, reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. So eilig habe ich es gar nicht. Das war dein erster Kuss, oder? Natürlich nicht. Nein! Ja, mein erster. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ein paar Dinge kann ich dir noch zeigen. Lauft um euer Leben! Nein, scheinbar nicht Bleib mehr. Hier. Ich. Ich komme alleine klar. So viel zu, ne? Der stillen Minute. Naja, sie tut das, was ich ihr sage, ne? Was meine Entscheidung betrifft. Wenn ich möchte, ne? Dann ist das so, wenn nicht, dann nicht. Außerdem, was spricht dagegen? Ist so nett. Lieber so ein als ein Bade, der die ganze Zeit nur an das eine denkt. Wie Rittersporn zum Beispiel. Also, ne? Das ist das erste Mal, dass wir direkt gegen. Ah, nee, das zweite Mal. Sehr schön. Ja, ne? Dein Leben sollte sich langsam mal regenerieren, Füße. Jugel, das funktioniert uns nicht. Das ist deine Art, Mutant! Nur recht, wenn du Blüten gewandt. Ich bin auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Ausweichen! Ja. Ja, ist ja gut. Der erste Tod heute? Der erste Tod.
Du weißt, wen du willst. Tatsache, der erste Tod, glaube ich. Aua, aua. Gehen wir hier auf. Jetzt ist hier irgendwie passiert das. Ja. In der Tat. Aua. Du weißt, wenn du wütend gemacht hast? Die einfach nicht an diesen Eimern vorbeikommen. Reite Ciri, nicht umsehen! Ah. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was ich verpasst habe. Ah. Ich verstehe. Wir hätten zwischendurch weggehalten müssen. Okay. Ja, das muss man mir doch erstmal sagen. Was? Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok. Das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Dank mir, wenn wir sicher ankommen. Mhm. Los jetzt. Vorsicht! Und jetzt Pärchen auf nicht umsehen! Noch. Schneller, schneller! Sie holen auf! Hallo! Okay. Huch. Das war knapp daneben auch vorbei. So, mein Pferd lahmt gerade so ein bisschen. Mein Pferd kann nicht mehr. Pass auf, nee. Der Idiot will ja noch helfen, oder wie? No, kommt er da nicht rüber? Och, das tut mir jetzt aber leid. So weit ist die Frau sehr kriegt Aggression. Wo? Wie war mein Donas? Aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. War das nicht die Kreatur, die beim blutigen Baron war? Wasch meinen Namen rein. Verschwinde, sag ich.
Boah, du widerwärtiges Biest, ey. Ja, sag ich ja. Ey, das ist eine bekloppte Irre, ey. Ich kann niemanden kann ich gerade verstehen, der die beiden als Paar toll findet. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie kann man diese Frau... Ja, sieht gut aus. Charakter ist gleich Arschloch. Einfach nur Arschloch. Der hat einen beschissenen Charakter, ey. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können mit dem Jungen. Das war kein Junge, Geralt. Es war ein Haufen verrottendes Fleisch, das durch meine Magie gesprochen hat. Ja, und du bist eigentlich ein Krüppel. Nicht nur gesprochen, sondern auch geheult vor Schmerzen. Ich weiß, dass es echt aussah, aber es war kein Mensch mehr, verstehst du? Nett von dir übrigens, so besorgt um die Leiche zu sein. Viel besorgter als um mich. Ganz ehrlich, du sorgst dafür, dass ich dich von Minute zu Minute zu Minute hasse. Was ich. Was interessierst du mich gerade? Verschwinden wir von hier. Jetzt sofort. Weißt du, sie quält Leute. Der Garten! Unser Garten! Verwüstet alle. Ihr nur, zerstört alles. Wir helfen euch und ihr. Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Ich sag ja, es wird noch schlimmer. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend. Dafür werde ich eben zahlen. Damit man die Guten erkennt, ja. Es tut mir leid. Das ist alles? Mehr fällt dir nicht ein? Mir stand leider nicht zur Auswahl. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Ja. Zauberin. Du kleine Hintätige. Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Ja, klingt gut. Zumindest dafür. Ey, komm. Ey. Ich habe ja wirklich mit vielen Menschen Mitleid. Aber diese das Frau... Das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Fjall gesagt die hat. Die verdient keine Liebe von mir. Viel haben wir nicht erfahren. Nee. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Das sind die menschlichen Ängste. Schon wieder. Vielleicht sollten wir noch mal durchgehen, was wir erfahren. Sie hat eine Leiche gequält. Könnte ein wichtiger Hinweis entgangen einen Garten sein. Zerstört. Ich hoffe, dass das so ist. Leben zerstört. Ich möchte ist eine hinterhältige Schlange. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter, versprochen. Kümmert sich nur um sich selbst. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Gyal am Strand gesehen hat, glaube ich. Weißt du... Ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen, in einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand das Sagen. Feldwebel Arda. Dann geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Ich bin dran. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig ich komme da manchmal hoch, ne? Kein normales Gespräch wird möglich sein. Jammern hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag wie die mir, redet. Meinst du, das ist doch kein Hindernis. Na, oh Gottchen. Bah. Ach komm. Die Frau war im Buch, im ersten Band der Vorgeschichte schon manipulativ. Ciri Spur ins Skellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeit. Kenne ihre Vorgeschichte, aber nein. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren.
vorher, da ist noch etwas, etwas Wichtiges. Was denn? Aua. Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Das Gute ist ja wirklich, dass Geschmäcker verschieden sind. Das ist ja wirklich... Ich muss die Frau nicht mögen, das ist das Gute daran. Aber... Wie gesagt, wenn du sie magst, ist alles in Ordnung. Aber ich wie gesagt, ich leider... Ich versuche mich wirklich zusammenzureißen und nicht zu sehr parteiisch zu sein, aber es klappt nicht. Es tut mir furchtbar leid. Ich mag die Frau einfach leider nicht. Es tut mir echt leid. Aber ich muss noch etwas erledigen. Tu, was du tun musst. Ich warte eine Weile in Larvik auf dich. Wenn du es nicht schaffst, sehen wir uns in Vysima. Wir schulden dem Kaiser schließlich einen Bericht. Ciri ist unsere Sache. Nur unsere. Mag sein. Aber so war das mit M hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Nein. Ich habe nicht vor, ihm Bericht zu erstatten. Gut. Ich kann dich nicht zwingen. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. Warte. Diese Sache in Larvik, die ist mir wirklich wichtig. Ich wäre froh, wenn du dich beeilst. Na, jetzt ein Counter, damit ich weiß, wie lange ich für dich da booken darf. Jetzt nur eine. Ich glaube nicht. Glaube nicht. So. Oh, etwas spät, aber so. Ich denke, das geht gleich mal mit den Gruppenspielen weiter. Was habe ich denn da verdient?